Allerseits freue ich mich auch seit heute am Samstag, 15. April 2023. Dritter und offiziell letzter Tag der Songkran-Feiertage in Thailand. Nicht in Pattaya, denn hier geht es am 18., 19. erstmal richtig rund. Aber heute passierte das, was passieren musste. Am dritten Tag habe ich es nicht geschafft, trocken über die Runden zu kommen. Ich kam auf die dumme Idee, heute Abend in der Second Road mein Dinner einzunehmen. Ein nettes Restaurant dort, wo ich hin wollte. Bis zur Second Road bin ich auch trocken gekommen, aber etwa an der Stelle, wo ich gestern das Video aufnahm, da hat es mich dann erwischt. Irgendwelche Fahrrangs mit Wasser aus Schläuchen, volle Pulle auf mich gehalten. Das war es dann. Ja, und nun nach dem Essen bin ich dann zum Central Festival, weil ich hier eigentlich her wollte heute Abend, um hier das heutige Video zu machen. Hier Beach Road, verstopft, voll mit Autos, auch mit Pickups und Wasserkriegern. Da wird gerade gespritzt. Ich gehe gleich mal noch Richtung Zoll 8 und Zoll 7 vor, mache da kurze Clips. Und danach geht es nochmal zum Central, wenn die heutige Starband auftritt, gibt es noch einen kleinen musikalischen Abschluss dann. Also bis gleich. Ja, und das ist natürlich typisch Songkran, ein Wasserwagen, der hier die Masse versorgt. Oben drauf natürlich, da kommt Wasser von der anderen Seite, muss meine Kamera ein bisschen schützen, da ich die wasserdichten Häuser habe. Da drüben sind schon mal die Bars hier von der Zoll 8. In der Beach Road sind. Hier ist alles ein bisschen ausgelassen. Und wie man auch hier sieht, von wegen Parken, Parkverbot an der Beach Road ist nicht. Ich beschränke mich einfach mal auf diesen Abschnitt hier. Ja, und hier, wir sehen, dass ich mit dem der Kamera hier halbwegs sicher bleibe. Der nächste Wasserwagen, der hier kommt, und der wird natürlich von allen Seiten hier bespritzt. Das ist hier der Abschnitt an der Zoll 7, zwischen Zoll 8 und Zoll 9, das ist die Polizeistation, die Bars. Da ist die Hölle los. Die haben natürlich einen Schlauch direkt dabei, der direkt per Schlauch in die Massen verteilt. Aber ich muss euch sagen, ihr hier zuschaut, das ist im Prinzip noch Spielerei. Gegen das, was hier am 19. sein wird, da wird die Straße voller Menschen sein. Da fährt hier kein Auto mehr durch. Zack, wieder werde ich auf dem Moped abgespritzt. Hier auch ein kleines Partymobil. Wie war das so schön mit den Vorgaben? Zwei Leute sind erlaubt auf dem hinteren Pickup der Ladeflächen. Ich zoome mal da drüben rüber. Wie war? Hier Poppy war. Ich habe natürlich keinen Gimbal dabei, man kann hier kaum irgendwelche Technik groß mitnehmen, wenn man nicht gerade wasserdichte Gehäuse hat. Da ich aber mit der Kamera filme oder mit meinem Handy filme, muss ich sehen, dass ich halbwegs sage, also da drüben ist eine Spur im Prinzip für Autos frei, der Rest gehört dem Partyvolk hier heute. Ja, das war's kurz hier von der Zoll 8. Ich mache nachher noch ein paar Clips von dem Konzert am Central Festival. Und wie gesagt, freut euch schon mal auf den 19. Da werde ich dann morgens schon zum Bad Chai gehen, die traditionelle Zeremonie dort aufnehmen. Dann sehen, ob ich was bei der Parade, die von dort dann losgeht, zu Beach Road mitbekomme. Und dann anschließend die Party am Central Festival. Denn das ist der Hotspot am 19. mit vielen Live-Konzerten, Live-Künstler.
So, das war's von hier erstmal. Bis gleich. So, und jetzt gehe ich da mal Richtung Central Festival. Hier Underwater World Songkran Festival. Das Eingangstor. Mal hier durcharbeiten. Was hier im Moment abgeht. Hallo, Happy Songkran. Ist noch eine Vorband. Noch nicht die richtige. Wenn. Aber man sitzt jetzt auf dem Treppen. Der Biergarten ist auch schon gefüllt. Davor gibt es sicherlich noch andere Videos von mir. Also, ciao, ciao.